Mach's einfach. Du bist noch am Start. Was hältst du davon, wenn du das jetzt? FMA ist eine rassistische Scheiße. Jo, was geht ab? Du bist am Start. So, Bruder, die Doku ist verrückt, Mann. Wir haben unseren Bruder Eisen hier, Bruder. Ihr wisst selber. So, was geht? Nee, Bruder, ihr wisst selber. Er ist ein Macher, ein Streamer, Bruder. In welcher Anime willst du leben? Also in welcher Anime-Welt, Bruder, möchtest du leben? Welche willst du dominieren, Bruder? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin so oder so Bleach-Fan. Ja, ich weiß, so, Bruder, du bist Bleach. Ich bin Bleach-Fan. Ich weiß, Bruder. Ich hoffe, ich komme in Bleach rein, ich sterbe, ne? Ja. Ich sterbe in dieser Welt. Okay. Bruder, ich hoffe auch noch vor der Zeit von Dingens, bevor Soul Society A kam. Mm. Und dann gehe ich und werde erstmal Eisensklave und lass mich von dem erstmal komplett auseinandernehmen. Bruder, so. Ja, nein, Bruder, ich will das, was Ichigo hat. Guck mal, der hat Ichigo zum Weisheit gemacht, weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. Bruder, ich sag, Tamam, komm, mach mit mir, was du willst. So. Experimentier mit mir, so. Mach mich zu einem krassen Typ so. Und Fallas. Da machst du immer diese Holification. So. Ja, Bruder, wär doch so, krass. Ne? Bruder, guck dir Shinji an, Bruder. Wär krank, guck mal selber. Auf jeden Fall. Eisen, ein Macher, Bruder, ein Streamer. Hier haben wir den überall. Mein Vater, Bruder. Oder wir sind überall durch. Der Cheese ist mit Monte, der kennt ja, Bruder, uns. Ja, ich hab der vergessen, wo ich herkomme. Rad, Monte. Wer noch, Bruder? Bruder, ein paar Platte, alle, Bruder. Ja, guck mal, der kennt schon die Namen. Ne? So. Kevin sagt's momentan. Ja, Kevin sag ich auch noch, Bruder. Folgt mir auf jeden Fall. Boah, auf TikTok, ne? Was hat noch, Bruder? Ja, Bruder. Überall Eisen NGM, YouTube, so. TikTok, Insta, Twitch. Ihr wisst Bescheid. Der ist so. Bruder, wenn Bleach zurückkommt, ne? Bruder, dann ist los. Der ist krank. Zu mir oder Milo, das Sensei Danny, das sind so die Leute, die von Bleach wirklich Ahnung haben. Okay, also perfekt. Für mich, ich persönlich finde sogar Sensei Danny und Milo sogar besser. Sag ich ehrlich. Oder humble bist du, ja, du bist humble. Ich bin noch ein bisschen am Lesen, so weißt du, was ich meine? Muss ein bisschen reinlesen. Goldmann auf jeden Fall. Okay, wir ziehen durch, ne? Danke. So, neuer Kandidat, Mann. Bruder, es geht jetzt um. In welcher Anime-Welt willst du leben, Bruder? Ja, ganz klar, in der Welt von Pokémon. Pokémon? Natürlich. Warum Pokémon? Ist die beste zu leben. Ja, ich fange mir ein süßes Relaxo, chill mit ihm die ganze Zeit. Ja. Das war's? Ich werde wahrscheinlich. Champion? Oh, nee, ich glaube, ich bin einer. Das überlasche ich echt. Du chillst einfach, ne? Das soll echt catchy machen. Ich hole mir mein Relaxo, ein kleines Pisasam, chill mich hin. Aber Bruder, was machst du? Du sagen wir, du bist jetzt 10 Jahre alt, ja, ne? Ja. Du denkst, okay, Mama, ich möchte Pokémon-Trainer werden. Du läufst raus, so. Auf einmal zu Rocket kommt, die klauen dich. Weißt du, was machst du dann? Chill, was mache ich dann? Hab ich auch einen Pikachu? Darf ich einen Pikachu haben, so wie Ash Ketchum und jagt den Rocket einfach in die Luft? So, ja. Bruder, Macher, okay. Aber du weißt selber, nennt die Rocket oder andere Teams, ne? So Team Power oder sowas. Team Rubin, ja. Weißt du was, ich hole mir einfach eins von diesen Legendären. Ash hat es nie geschafft, ein Legendäres zu fangen. Mhm. Ich hole mir einfach ein Legendäres, kurzer Prozess. Krank, Bruder. Ich glaube, du bist so dieser König im Schatten, weißt du? Aber ich flieg mit einem Rayquaza durch die Luft. So, und Ash guckt so nach oben, so, wer ist das? Der ist das, Alter. So, okay. Ja, die Serie ist über Ash, aber ich bin eigentlich der König. Du bist eigentlich der König, so? Jawohl. Okay, Bruder, wie heißt du auf TikTok? Wer ist, was machst du? Melvin Lee Lewis. Ich mach Comedy-Content, Gaming, Fortnite, Anime. Let's go. Ein Macher auf jeden Fall, check ihn ab. Wir ziehen durch. Ja, vielen Dank, Bruder, ne? Gerne. Ja, Mann, rein da. In welcher Anime-Welt würdest du leben wollen? Boah, ich habe ja ein Format. Welten, die ich nicht überleben würde. Ah ja, schon, weiß ich. Ja. Deswegen, ich habe da schon vieles auseinandergenommen, aber wo ich auf jeden Fall leben würde, Bro, ist vom Vibe her Terror in Tokio, Bro. Vom Vibe her, Bro. Warum? Sonnige, schöne Tokio, Bro. Dieses mit den Typen. Bruder, chillen, du bist im Hochhaus, die machen Bombe, du bist Nein, aber nein, ich bin mit denen. Also, ich chill mit denen. Also, was? Ja, Bro, ich bin mit denen in dieser Apartment, Bro. Nur wir drei und chillen und so. Das ist krass. Bruder, was, wenn Helikopter kommt, die machen Headshot auf dich? Das war mager mit der Folge, aber auf jeden Fall. Was auch machen wir? Okay, warte. Ja. Nein, Bro, ich sag dir ehrlich, das ist schon wirklich abgefuckt, Bro. Echt? Also ich mag dieses You Name und so, dieses wirklich schöne in Dorf Tokio. So, weißt du? Genau, Bro. Ja, das halt, das gibt mir Terror in Tokio. Ja. Ansonsten kann ich dir noch sagen, Bro. Hätte jetzt sowas gedacht wie mit Naruto oder so? Nein, Bro. Gar nicht? Viel zu viel Action, Bro. Ja, ist Bruder, Krieg, ne? Leute denken, weißt du, ich mein, Leute denken den Hauptcharakter so. So ein maskierter Typ, so. Bruder, fuck mich ab, so. Ich hab keinen Bock so Mutter macht einen Meteorit auf weißt deinen Kopf. Weißt du, was ich mein, Bro? Der wird von dem manipuliert, dann so. Kommt die andere und manipuliert so. Den, Bruder, das geht nicht. So, Bro, auf der, also wo Muten Roshi lebt, Bruder, auf der Insel. Boah, die ist nice, Bruder, ja. Würde ich meine Eier chillen mit dem. Weißt du, was das Problem ist? Stell vor, random kommt Kid Buu, macht, wumm, Erde weg. Weißt du, was ich meine? Das Problem bei Dragon Ball. Ich will mitnehmen, ich sag dir ehrlich. So ich werde überleben. Weißt du, was ich meine? So, ne? Das Einzige, was mir nicht gefällt, Bruder, diese Mr. Satan anbeten. Das geht echt nicht, Bruder. Ja, das ist cringe. Das geht echt nicht, Bruder. Und Satan City würde ich auch nicht leben, Bro. Das ist so Hochluft-Ton, ne? So, weißt du, meine so? Aber gut, Bruder, ich grüße dein Herz, Bruder. Mach Shoutout, Bruder. Wo findet man dich?
Auf Instagram NoahBasic, auf TikTok NoahBasic, auf YouTube NoahBasic und auf Twitter Aladdin. So. Spaß beiseite. Oh, so, jetzt haben wir, Bruder, wir haben einen Macher, Bruder, ja? Bruder, eine Maschine, ihr wisst selber. Mello Senpai, Mann. Wischi, Bruder, wie geht's dir erstmal? Mir geht's super, ja. Ich bin ein bisschen hungrig, ein bisschen durstig, Hals ein bisschen trocken, trockener als Wüste, aber an sich läuft. Boah, der Typ ist Bleach-Meister, ne? Wenn du eine negative Sache sagst über Bleach, erzählt der Lexikon. Ich komm zu dir nach Hause. Ich ja, ja, so, und der ist gefährlich, Bruder, auf jeden Fall. Bruder, in welcher Anime-Welt möchtest du leben, Bruder? Ernsthafte Frage? Bleach natürlich, ne? Aber Bruder, warum Nein, dann? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich würde nicht in der Bleach-Welt leben wollen, ja. Weil ein Schwerthieb und du bist tot. Das stimmt. So, weißt du, was ich meine? Und wenn du Pech hast, hast du einen niedrigen spirituellen Druck und bist kein starker Shinigami. Deswegen, ich würde am liebsten in der Pokémon-Welt leben. Ah, Pokémon schon wieder. Okay, erklär warum. So, Digga, ganz ehrlich, Alter, du wirst dafür bezahlt, dass du zwei kleine Monster gegeneinander kämpfen lässt. Und du kannst reisen, du kannst stärkere, sag ich mal, Gegner herausfordern. Das ist ein Abenteuer, Alter. Und ich sag mal so, was kann dir da Großartiges passieren? Okay? Oder er sagt dir, was passieren kann. Guck. Du bist 10 Jahre alt, ne? Ja. Du bist so ein kleiner Mello noch so. So gehst raus. Team Rocket, Bruder, die kommen mit der Armee, die klauen dich. Denken so, den nehmen Schokoball, nehmen wir mit. Und dann bist du in der Zentrale, Bruder, die machen so komische Spiele mit dir. Okay. Und dann, was machst du dann? Bruder, deswegen musst du auch ein Team dir aufbauen. Also nicht allein unterwegs sein, sondern zu dritt oder zu viert. Aber so Rocket brauchst Gruppe, du, ne? Genau, ich würde als Gruppe unterwegs sein. Ich würde mal einen holen, der stabil ist. Da würde ich mal einen holen, der so Navigator ist. Ich würde so eine Bande aufbauen wie bei One Piece. Aber ich bin der Kopf. Ah, okay. Und den Chaya-Bruder brauchst du auch, ne? Chaya-Bruder für so... Bruder, ich bin 10 Jahre alt. Ja, Bruder, Misty ist auch da, Bruder. Du weißt selber. Ja, aber ich bin trotzdem 10. Das stimmt, Bruder. Da denkst du nicht an sowas. Ja, das stimmt, Bruder. Der ist ein Macher, Bruder. Ihr merkt selber, ich bin versaut, Digga. Auf jeden Fall, check ihn ab, Mello Senpai, ein Macher. Warte, Shoutout, Bruder, Shoutout. Wo bist du überhaupt zu finden? Also, mich findet ihr auf TikTok, Instagram und wenn ihr wollt, sogar real life hier auf der Dokumi. Perfekt, Mann, Macher auf jeden Fall. Ja? Easy. Natürlich. Und folgt dem Bruder, der macht guten Content. Ja, Bruder, wir ziehen durch. Ja, Mann, rein. Easy, perfekt, wir, danke, Mann. Ne? Easy. Bruder, muss. Bruder, wir haben den Bro Ruffy, Mann, ihr wisst selber, ne? Legendärer Mann. Du bist jemand, du bist von Generation geschaut, ne? Wir sind mit dir aufgewachsen, mit deinen ganzen Videos, Anime-Minuten und so weiter. Und wir fragen den Bro, beste Anime-Welt. In welcher Anime-Welt willst du leben, Bruder? Welcher Welt? Bruder, Attack on Titan. Nein, Bruder, Attack on Titan, du bist sofort auseinandergenommen. Also, ich sag echt, du hast letztens guten Pitch gemacht für Soul Eater Welt, aber kenn ich leider noch nicht so, hab nicht geschaut. Hast du geschaut? Nein. Komm rein, Soul Eater. Ich hab Fire Force geschaut, das ist schon. So, Fire Force, Benimaru Peak. Ist so. Benimaru Macher. Welche Welt? Ja. Bruder, schwierig. Welche Welt? Welche Pokémon-Welt? Bruder, du bist Easy der. Easy Money. Du bist der Dritte. Erzähl, warum Pokémon? Mir fällt gar nichts anderes ein, aber Pokémon, guck mal, du gehst hin, machst dein Money, hast ein bisschen Pokémon, perfekt. So. Was willst du mehr? Guck, ich sag immer, stell dir vor, du bist Ruffy, ne? Ja, ja. 10 Jahre alt, läufst rum. Auf einmal die Rocket, Bruder, die kommen. Nein. Die mit schwarzen Van, die klauen dich. Nein. Was für Klauen? Was wollen die mit dir? Ja, die Experimente Ich weiß, ich hab doch Wissen vor Pokémon. Ich werde schon alle Pokémon haben. Easy. Du wirst so quasi da im Untergrund sein, die schon hochgrinden. Und dann, wenn die kommen, machst du diese. Mal. So vor dem ersten Ort immer erstes in Pokémon entwickeln und dann erstmal. So mach ich, ganz Zeit. Hab doch Zeit. Okay, Macher. Okay, Bruder. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch, Mann. Macher. Alright. Und ich glaube, ihr wisst sowieso, wer es ist. Ruffy auf YouTube, Mann. Ja, auch. Montag reagiert auf jeden Fall. Ja, Bruder, ich bin jetzt Fame. Als alle. So, ich vergesse jetzt alle Leute auf immer, ne? Auf jeden Fall, ja. Zieh durch. Welche Anime-Welt, Bruder, ist die Welt, in der du am meisten leben wollen würdest? Hau raus. Bro, pass auf, es ist halt so, wenn ich jetzt Dragon Ball, Naruto, One Piece sage, ich bin kein Saiyajin, ich bin kein Admiral, ich bin nicht Madara, ich bin der, der als erstes im Krieg verreckt. Meinst du, wo du gehst rein? Tod, direkt? Ja, schon. Deswegen sag ich, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ja, Mann. Aber kann auch sein, dass du gegen so Mari kämpfst und tut deine Seele in Hölle rein oder so. Bro, ich habe einfach bessere Karten. Gegen Mari, Bro, der macht doch diese Schattenspiele und alles so Heck und so. Bro, ich mach Synchro-Exis-Beschwörung, der kennt es gar nicht. Ja, kennt er gar nicht, der weint dann so, was? Pendulum direkt fällt voll, passt. So. Ja, mache. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sowas wie Kuroko sagst oder Slam Dunk oder du bist Basketball, oder nicht? Ich hab Basketball früher gespielt, aber schon länger her, Bro, aber. Bruder, ich bin nicht. So krass bin ich nicht. Aber ich dachte, Bruder, das ist eine sichere Welt auch, oder? Das ist nur Spielen. Ja, aber ich wäre halt ein Loser dort. Ja, die machen alle so Königssohn und so. Ja, ja, echt so. Ja, das ist krass, Bruder. Okay, Mann, auf jeden Fall der Brie Laza. Ein Ehrenmann, ich glaube, viele kennen ihn sowieso. Ich mach einfach kurz ein Shoutout. Oh, ich gebe ein Shoutout. Jetzt bin ich überfordert. Wen gebe ich? Wer fällt mir als erstes ein? Timo Taco fällt mir als erstes ein. Happy. Boah. Blessed. Mensch. Und Paru.
Noch ein paar. Ey, wenn ich Leute jetzt nicht nenne, alle mit denen ich hier bin, sorry Leute, ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Okay, perfekt. Ehrenmann, check ihn ab, Mann. Er ist ein Macher. Wichtige Frage. In welcher Anime-Welt möchtest du gerne leben? Boah, das ist schwierig. Ich würde die Welt von Fairy Tail ziemlich locken. Wie in den Titten? Warum? Warum sagst du ich? Naja. Alles gut. Magie, generell, geile Sache. So. Und Kulisse, altschottischer Stil. Ist einfach mega geil. Auf jeden Fall Ehrenmann, ein Macher und er hat wirklich das beste Cosplay, ich sag ehrlich. So. Oder sag ich so, viele Stars in dem Video auf jeden Fall. Wir selber. Alles Macher auf jeden Fall, die ziehen durch, so supportet ihr ein bisschen und wir sehen. Seid jetzt ultimativ wieder Ultimate-Michelle-Mann und wir uns im nächsten Video. Ja, mit dem schönsten. Sensei Ultimate Michelle, Glocken, Like, Abo, Kommentar, Afrika, braucht Geld, Kingdom mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bango Star, ist euch unnormal dankbar, also kommt, schaltet ein, ihr werdet Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.